Welche Nudeln essen wir denn heute? Gut. Okay. Haben wir jetzt überhaupt noch Käse? Nee. Den habe ich vergessen. Dann muss ich nochmal ins Dorf fahren. Wir brauchen echt wirklich unbedingt so eine Tante Enzo haben. Sich angeboten, die Gaufalle zu übernehmen. Für Rotsch und Umgebung könnte somit ein moderner Super-Mini-Markt entstehen. Um den Markt zu eröffnen, benötigen wir jedoch mindestens 300 Personen, die je 100 Euro Genossenschaftsanteile erwerben. Hierfür brauchen wir eure Unterstützung. Nur wenn uns das gelingt, können wir auch in Zukunft unsere Gaufalle in der Ortsmitte nutzen. Katrin Wittek und wohne seit über 20 Jahren in Rotsch und gehe schon immer regelmäßig hier in die Kaufhalle und ich finde es wichtig, dass hier ein Tante Enzo Laden herkommt, damit auch unsere älteren Leute immer noch die Möglichkeit haben, selber für sich alleine einkaufen zu gehen. Hallo, ich bin Emily aus dem Nachbarort Petersroda. Wir haben hier leider keine Einkaufsmöglichkeiten, deswegen würde unser Ort sich sehr freuen, wenn in Rotsch ein Tante-Enzo-Laden aufmacht. Hallo, wir sind Schüler der Sekundarschule Rotsch. Wir wollen unsere Kaufhalle in Rotsch behalten, weil sonst die meisten Schüler in den Pausen kein Essen mehr haben. Jeden Tag, bevor mein Arbeitstag beginnt, fahre ich in die Kaufhalle und hole frische Brötchen für unsere Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen hier an der Sekundarschule in Rotsch. Hallo, ich bin Denise und bin eine Einwohnerin aus Rotsch und habe mir die Frage gestellt, warum braucht Rotsch einen Tante-Enzo-Laden. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, wir brauchen ihn aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir in Rotsch viele Rentner, die nicht mehr mobil sind oder vielleicht auch keine Angehörigen haben, die für sie einkaufen gehen können, fahren können. Das können sie in einem Tante-Enzo-Laden hier in Rotsch alleine erledigen, ob mit ihrem Rollator oder zu Fuß ganz entspannt in ihrem Tempo. Wir haben viele Jugendlichen, die zum Beispiel für einen kurzen Besuch abends oder für einen Grillabend noch die ein oder andere Kleinigkeit benötigen und auch das schnell dort erledigen können. Wir haben viele Berufstätige, die in Schichten gehen oder die bis abends lange arbeiten müssen und auch die können in einem Tante-Enzo-Laden auch nach ihrer Schicht ganz entspannt, ohne Zeitdruck, ohne wir schließen gleich, ihren Einkauf noch erledigen. Hallo Mädels, seid ihr alle da? Ja. Ja, und begeistert ihr euch für die Kaufhalle? Ja. Für den Enzo-Laden? Ja. Ja, wir wollen nicht so weit fahren. Wir können bald nicht mehr alle Auto fahren. Und wir werden glücklich, wenn wir einen neuen Enzo-Laden haben. Wir brauchen einen Tante-Enzo-Laden in Rotsch. Wir wollen und wir brauchen einen Tante-Enzo-Laden in Rotsch. Ja. Und deswegen brauchen wir in Rotsch einen Tante-Enzo-Laden. Wir sind eigentlich eine lustige Truppe, aber heute gucken sie alle ein bisschen bitter.